Brandl und Brandl, von nix kommt nix. Wie bringt ihr zwei denn dieses von nix kommt nix auf den Punkt? Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer, die freuen sich bestimmt über eine kleine Kostprobe von euch. Okay, gern. Ciao. Nein, das ist jetzt nicht. Das ist ja nicht so. Ja, okay. Nein, Entschuldigung. Klingt total überzeugend. Ja, Entschuldigung. Weil ich noch nachgedacht habe, wie ich. Also meine Frage war schon perfekt. Jetzt muss ich mir die Antwort geben. Oder? Oh, Geld ist speziell. Alles drin. Alles okay. Drin. Okay. Ja, gerne. Also, es heißt ja allem die Erderwärmung, nicht? Ja. Zehn kippt ja auch für nichts, nichts, nicht? Das stimmt. Schaut dran, jetzt vor allem hoch, Temperaturen bis 40 Grad. Im Juni, nicht? Kaum, dass der Sommer angefangen hat. Ja, was soll denn das hinführen? Ja, unsere Südtiroler Wetterfrisch haben sich ja nicht mehr getan, die Temperaturhöchststände zu verkünden, gell? Und das gefällt mir halt, weißt du, wenn die Experten kennen, gell? Die, was nach einem sagen, bitte keine körperlichen Arbeiten im Freien verrichten, bitte geht's in Haus rein und geht's wie langsam, nicht? Ja, das ist wohl nicht ganz unvernünftig, dass ich sagen, oder? Ja, sag du das einmal zu einem Chef einer Mauer, weil wenn der Mauer Radio gelost hat und das so ein Experten hört, der gesagt hat, der soll bitte in Haus rein gehen oder sich im Inneren aufhalten, keine körperlichen Arbeiten im Freien verüben. Ja, und wenn er noch sagen darf, weißt du, ja, das hat im Radio ein Experte gesagt. Jetzt hat das lustig. Ja, jetzt hat der Maurer noch ein Problem kriegen und leider weil er in Rot von Experten befolgt hat. Ja, aber da wird noch wahrscheinlich der Chef sagen, schau, Paragraph 1 von den internen Hausordnungen ist, der Chef hat allem Recht. Und Paragraph 2, der Chef hat überhaupt allem Recht. Und Paragraph 3, falls der Chef einmal aus irgendeinem Grund einmal nicht Recht hat, man greift Paragraph 1 und 2 und jetzt wird gearbeitet, wurscht was für eine Hitze nicht. Eben, weil bei so nichts kommt nichts. Und so sehen halt wir's. Mhm. Eben. Scheiße. So sehen halt wir's. So, jetzt gibt's mal einen richtigen Applaus. Man muss auch, also hier möchte ich auch dazu sagen. Also, ist jetzt ja, ich nehme mal auf. Hier möchte ich auch noch dazu sagen, ich weiß, dass ihr noch nicht so wirklich ganz fit seid, was den Text anbelangt. Ihr seid ja noch erst fleißig auch am Arbeiten und Einstudieren. Von daher super. Also, wir dürfen uns wieder auf einiges freuen bei euch zwei. Danke. Danke. Dankeschön für euren Besuch hier und alles, alles Gute. Dankeschön. Danke.